Hallo. Ich wohne in einer Sackgasse am Waldrand. Hier gibt es viele Freiläufe, die alle gut miteinander klarkommen, und jeder Nachbar kennt jede Katze und hat ein achtsames Auge. Frisurverbesserungen. Gut, dann wäre das auch erledigt. Das da muss ich noch machen. Oh, ich will auch im Wald wohnen. Ja, es wär schon manchmal ganz nice. Cyberdog. Es nervt mich ein bisschen, dass ich diesen blöden Revolver verwenden muss. Oh, mein Hundi ist immer noch hier. Ruff. Roxy. Die Roxy, die Boxy. Oh, wow, wow, wow. Brown. Wuff! Mann! Ach, okay. Dann mach ich's halt nochmal extra. Wie so eine Hexe. Sagitta wohnt im Wald, nicht am Wald, Andi. Streng genommen wohnt sie im Wald in einer Höhle, ja. So könnte man das nennen. 23 Jahre in einer Großstadt gewohnt. Also ich kenne beide Seiten und es gibt ein paar Dinge, die ich vermisse, aber generell, wenn man mobil ist, kann ich Dorf nur empfehlen. Vor allem hast du im Dorf, in Deutschland, meistens schnelleres Internet als in der Stadt. Ach ja, Deutschland ist was Tolles. So, gute Nacht. Ich steige in meinen Sarg und lasse mich von meiner Katze terrorisieren. Kleines schwarzes Monster. Morgen droht Maschinenarbeit. Dann schön, dass du da warst, Konium. Schlafen Sie so gut Sie können. Für die Maschinenarbeit, die droht. Der Dramkana. Ah, das ist die Waffe, die ich habe. Aber mit einem anderen Namen. Pläne für das Verbessern der K9000 Cyberhund-Gehirnpistole mit einem ziemlich aggressiven und loyalen kybernetischen Hundegehirn in einer lebhaften roten Bio-G-Lösung. Ungewöhnliches Exemplar freilassen. Cyberhunde freilassen. Okay. Ne, ist schon das da. Oder? Hab ich's kaputt gemacht? Ich bin super verwirrt gerade. Eigentlich müsste ich den Computer verwenden. Warte mal. Guten Abend, Fennec.
M47. Das spinnt schon wieder. Activate Institutional Data Retrieval Test Basic at the X8 Test Terminal. Achtung Schüler, dies ist die aufgezeichnete Stimme eures aufgezeichneten Rektors. Ja, ich glaube, ich hab's. Ich hab nur gedacht, ich müsste das andere aktivieren und nicht den Beschaffungstest wieder. Das hat mich verwirrt. Normalerweise wäre der Computer auch hier. Die anderen müssten wahrscheinlich oben sein. In dieser Einrichtung bin ich der Herr. Vor langer Zeit war ich hier Schüler. Und jetzt bin ich der allmächtige, göttliche Rektor. So wie ich bald der Herr über Big MT sein werde. Du, das ist meine Siegesfanfare! Wow! Bro! Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet gerade. Kannst du bitte auf diesen Tisch drauf springen? Ich werde ja wahnsinnig. Ich werd sauer. So. Nur darf ich jetzt nimmer. Darf ich jetzt immer noch um 4 Uhr hoch und kann deshalb weniger Watto das live schon. Oh, Pfennig. Aber es kommt ja immerhin dann später auch als VOD noch. Dann kannst du es immerhin nachholen. Sofern sie dies möchten, werter Herr. Am Ende der Halle werden Bälle aufbewahrt. Für Sportkanonen, die Bälle mögen. Hörst du mich, Bessie? Richie mag Ja, es ist nicht dasselbe, das stimmt, ja. Verstehe ich. Wie oft ich diesen Weg schon abgelaufen bin. Was war jetzt? Den Advanced, okay. Achtung Schüler, dies ist die aufgezeichnete Stimme eures aufgezeichneten Was? Dr. Boros.
Dubi dam dam da dubi dibi dubi dam dubi dam dam. Okay, ich bin ganz leise. Peng! Peng! Bitte werft alle dreckigen Propagandabücher in den Schacht des Verbrennungsofens im Becken. Besonders die mit lustigen Bildern von mir. Ich hab da unten was vergessen. Hä? Was hab ich da vergessen? Ah, ja. Der Terminal war ja jetzt hier. Ich doof. Wieso ich diesen Test jetzt hier so oft machen muss, verstehe ich auch nicht ganz irgendwie. Retrieve Test Data. Okay. DNS-Agent extra gewährt. Ihr Studium der Abscheulichkeiten, die im Big MT erschaffen wurden, gewährt Ihnen Schadensbonus plus 10% gegen Nachtpirscher. Dafür habe ich das gemacht. Naja, weiß ich jetzt nicht. Themen, die wir hier immer führen. Autos, Geschlechtsteile, Haustiere. Du hast Mods vergessen. M47. Mods, das ist auch noch ein Thema, das hier behandelt wird. Dr. Möbius, ergeben Sie sich. Und die Durchfallraten sind auch viel höher. Ja, das stimmt. Durchfall ist heutzutage eine sehr schlimme Sache. Wieso kann ich nicht schnell reisen? Welches Geschöpf hindert mich daran? Ach, Kim, ich habe nur solche Themen, auch privat. Das ist, was soll ich sagen? Ich bin ein ganz besonderes Individuum. Ach ja, wie zum Teufel kann ich eigentlich die deutsche Zensur bei der Installation umgehen? Deutsche Zensur? Es sollte keine Zensur geben. Du meinst bei Fallout New Vegas jetzt, oder was? Sollte keine Zensur geben, eigentlich. So. Locate the missing modules for the lights, switches and the jukebox. Soll ich das noch vorher machen? M47, kannst du mir kurz sagen, ob Outward Blues ist ja die Hauptquest und das eine Nebenquest. Soll ich die noch vorher machen? Weil die bringt mich halt hier zum Big MT Nordtunnel.
Hä? Der hat mich vorhin in die verbotene Zone gebracht, nicht zum Nordtunnel. Ich bin jetzt gerade verwirrt, warte kurz. Ich bin da nur nicht rein, weil dran stand, ich muss in die verbotene Zone. Aber so oder so. Womit kann ich dienen? Der hat 14.000 Deckel. Weißt du, was ich jetzt mache? Weil mir reicht's jetzt. Hier, Flammenwerferbrennstoff. Mikrofusion-Zellen. Genau die. Versteht ihr? Ein paar behalte ich. Die sind nichts wert. Die behalte ich. Die kannst du haben. Die kannst du haben. Die kannst du haben. Es gibt mir nicht. Nee, warte mal. Das sind die, die ich behalten will. Es gibt mir nicht auf den Keks, dass ich davon, von dem ganzen Zeug, so viel habe und nicht loswerde. Hast du 45er? Ja, hast du. Her damit. Gut, dann muss ich kurz zu meinem Kühlschrank. Der Kühlschrank ist nämlich meine Waffenaufbewahrungsbox. Da kommt rein. Und zwar beide von Elijahs Waffen. 308er brauche ich ein paar Schüssle, weil da habe ich eine Waffe, die kann ich verwenden. Mit der kann ich ein bisschen Bumbo und Peng machen. Verstehst du, was ich meine? Womit kann ich dienen, Sir? Ich lass dich mal mein gesamtes Equipment reparieren. Einen entzückenden Tag zu Ihrer Rückkehr in Ihr Domizil, Sir. Ihre 7 Sachen sind in Ordnung und das... Zieht ihr die Musik rein. Es ist gut, wieder online zu sein. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bin ein akustisches Genie-Kumpel. Der alte Doc Moe hat mich für die Entwürfe seiner Schallwaffen benutzt. Gib mir ein gutes Bass-Sample und ich mach dir eine Schallwelle, die Jericho aussehen lässt wie eine Tröte. Für eine Vernichtungsmaschine scheinst du mir doch sehr entspannt zu sein. Warum auch nicht? Muss mir nichts beweisen. Nicht wie dieser Toaster. Der Junge hat echt Probleme. Kannst du sowas Ähnliches für mich machen? Hast dir einen Schallemitter besorgt, was? Bring das alte Ding mal her. Wenn du ein paar Platten hast, lass ich das Baby für dich singen. Oder schreien, wenn dir das lieber ist. Ich will den Schallemitter rekalibrieren. Alles klar. Offenbarung. Ja, ist aktuell die einzige, die ich habe. Okay. Was? Ich habe eine Schallwellendatei für dich gefunden. Richtig so, Daddy-O. Wirf's einfach an und ich mix dir süßen, süßen Sound. Ah, jetzt habe ich den Schall mit der Gabriel's Bellen. Tarantel. Spielst du Musik? Habe ich mal. Dann hat der alte Doc Moe meine Musiklaufwerke rausgerissen und mehr Akustikprozessoren eingebaut. Ich schätze, man kann sagen, ich hab den Blues, auch wenn ich ihn nicht mehr spiele. Der Opernsänger? Was ist da jetzt der Unterschied? Was kann das Ding jetzt dadurch, dass es Opernsänger ist? Was kann es jetzt, was es vorher nicht konnte? Bonusschaden gegen Roboter. Okay. Gabriel's Bellen.
Ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, was sich ändert, um ehrlich zu sein. Sag mal, irgendwie geht mir die Idee einer Radiostation New Vegas mit Anhängerlieder nicht mehr aus dem Kopf. Was meinst du mit Anhängerlieder? Oder meinst du jetzt diese Radiostation, die der May47 mit meiner Stimme machen wollte? Was würde ich drum geben, Radio New Vegas zu hören? Die haben's echt drauf. Wo ist dieser Toaster eigentlich? Er hat gesagt, der Toaster ist verrückt. Wo ist dieser Toaster? Rezepte. Ah, guten Tag, Bürger. Bibliothekseinheit 232,7 ist online und bereit, aufrührerisches Material zu vernichten. Den Aufruhr ausmerzen? Sicher, Bürger, das ist meine Pflicht und mein Lebensinhalt. All diese Vorkriegsbücher voller aufrührerischer und komplizierter Gedanken. Werfen Sie sie einfach rein und ratzfatz habe ich sie zermahlen, geschrubbt und sauber weiß. Ah, da habe ich jetzt einen Ort für Vorkriegsbücher, die ich alle habe liegen lassen. Kannst du irgendwas anderes außer Bücher zu verarbeiten? Was bringt es, den Aufruhr auszumerzen, wenn die Aufrührer Zugang zu Mitteln haben, neuen Aufruhr zu erschaffen? Ich kann auch Bleistifte und Klemmbretter verarbeiten. Nice. Einen Moment. Bleistiftverarbeitung offline? Offline? Entschuldigung, Bürger. Scheinbar haben sich Verräter mit diesem Modul davongemacht. Wenn Sie eine Kopie dieses Moduls finden, werde ich mich glücklich schätzen, Ihre Fähigkeit, aufrührerische Literatur zu erschaffen, auszulöschen. Du machst also leere Bücher? Wozu ist das denn gut? Leere Bücher sind besser für den Geist, Bürger. Echte Wissenschaft von echten Menschen in Kitteln hat gezeigt, dass neue Gedanken das Hirn verwirren. Leere Bücher entmutigen den Leser, keine Fragen zu stellen, sondern blind und eifrig das zu akzeptieren, was man ihm vorsetzt. Sie könnten sie auch verwenden, um ein Tagebuch zu führen, schätze ich. Bücher mit leeren Seiten, was? Ja, ich glaube, die kann ich zu etwas gebrauchen. Jetzt denken Sie wie ein Bürger, Bürger. Ja, das brauchen wir nicht anhören. Okay, lustigerweise hatte ich vorhin viel mehr Gesprächsoptionen, die sind aber jetzt irgendwie weg. Upgrade-Holoband erhalten, Sekundärmaterial, Mulchenfunktion wird verbessert. Bleistifte und Klemmbretter werden zu Blei, Ersatzteile und Klebeband verarbeitet. Das ist praktisch. Bereit aufrührerisches Material. Habe ich nur nicht. Werkbank, hier ist die Reloading Bench, da würde ich gerne den Blei verarbeiten. Und 45er Muni herstellen, auch wenn ich nicht viel herstellen kann. Ah, 45 Schuss immerhin, ne? Das ist ein Super. Oh, wow. Die ist nicht schlecht. Ich glaube, dann stelle ich die Super Muni her. Funktionalität wiederhergestellt. Das ist suboptimal. Ladykiller, ich treffe selten einen Lichtschalter mit Hirn und gutem Aussehen. Hier wird es mir sicher gefallen. Oh, nun, das ist sehr süß von Ihnen. Vielleicht können wir eines Nachts Theoreme diskutieren. Warum warten? Ich kann jetzt über Theoreme sprechen. Langsam, Tiger. Wir haben alle Zeit der Welt. Kein Grund, die Dinge zu überstürzen. Ich stehe auf Lichtschalter. Warum nehmen Sie sich nicht ein wenig Zeit, Ihr Wissen aufzufrischen, sodass die Dinge stimulierend bleiben? Was für einen Zweck erfüllst du? Dr. Möbius und ich waren
intensiv mit der Forschung und der Verbesserung der menschlichen Wahrnehmung durch Helligkeitsabstufungen beschäftigt. Was kam dabei raus? Wir haben etwas Faszinierendes beobachtet. Bestimmte Spektren des sichtbaren Lichts verbessern in der Tat kognitive Funktionen. Sie hat Kork gesagt. Okay, tut mir leid. Natürlich. Dr. Möbius' Gehirn ist so groß. Wir hatten Schwierigkeiten, es zu vermessen. Kannst du diese Lichter für mich anmachen? Ich fürchte nicht. Die Daten dieses Experiments sind verloren gegangen. Sie bräuchten ein Backup, wenn Sie die Intelligenzlichter verwenden wollen. Thanks! Ah, sie hat mir Informatik in Team gegeben. Okay. Ich find's nur komisch. Für Maggie habe ich vorhin was gefunden. Aber ich kann ihn noch nicht aktivieren. Dann habe ich wohl noch nicht das Richtige gefunden. Lichtschalter 02. Ah, okay, warte mal. Ich hole jetzt erstmal die restlichen Funktionen da hinten. Ich mache jetzt das einmal kurz, ganz kurz hier, ganz kurz. Ach, ich kann da rein. Das habe ich gar nicht gecheckt. Tja. Ist das gerade ausgewichen? Hat das gerade Neo gemacht, das Geschütz? Hier, Lichtschalter 02. Das ist nämlich der andere, der noch gefehlt hat. Achso, das ist ja jetzt nicht mehr ausgewählt. Also sollen wir den Radiosender einrichten oder sollen wir das ohne deine Erlaubnis machen? Jetzt kommt jetzt ganz drauf an, was ihr machen wollt. Also wenn ihr jetzt wollt, dass ihr dann einen Radiosender macht, wofür ich Sachen einspreche, da braucht ihr mich ja dafür. Da müsst ihr mir dann halt sagen, was ich einsprechen soll. Die hatte ich auch schon mal. Okay. Ich baue gerne einen Radiomod, wenn ihr den habt. Man müsste sich dann halt mal zusammensetzen und mal zusammenklabustern, was man für diesen Radiomod alles einsprechen würde. Oder sollte. Das sollte halt auch irgendwas sein, was, sag ich mal, auch Easter Egg Charakter hat. Im Bestfall. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Herr X, dann wollen die einen Radiosender machen mit meiner Stimme, dass ich quasi ähnlich wie Free Dog oder so dann halt irgendwelches Zeug einspreche, aber wahrscheinlich die normalen Lieder laufen, oder? Also die normalen Lieder von irgendeinem anderen Fallout New Vegas Radiosender, aber ich laber halt dieses Zeug dazwischen, nehme ich mal an. So hab's ich jetzt verstanden zumindest. Kann aber auch sein, dass ich jetzt auch irgendwas falsch verstanden habe. Oh, schaut mal, das habe ich übersehen. Gut, dass das bei der Quest hier markiert wird. Habe ich jetzt alles, oder? Und wo ist dann der Witz daran? Naja, der Witz daran ist, wenn du in diesem Ödland rumlaufst, als jemand, der jetzt vielleicht, keine Ahnung, mich nicht kennt, oder wenn du jetzt Fallout New Vegas spielst und diese Mod installierst, dass ich halt in deinem Spiel irgendwelches Zeug im Radio rede. Beispielsweise.
Na sowas. Der alte Autodoc ist wieder online. Nun gut, kommen Sie her, damit ich Sie mir ansehen kann. Sie sind zweifellos der gesundeste Scheißkerl. Oder, um ein anderes Beispiel zu bringen, es hatte sich ja das Gerücht gehalten, dass ich von Kessadorn umgebracht wurde, von einem Schwarm Kessador. Dann könnte man irgendeinen Schwachsinn, so ist jetzt natürlich, sag ich mal, ein Running Gag hier auf dem Kanal, aber das könnte man irgendeinen Schwachsinn einreden, von wegen, dass man, weiß ich nicht. Kleine Info zwischendurch. Wenn ihr einen Schwarm Kessadors seht, dann lauft. Ich habe Geschichten gehört und es ging nicht gut aus. So, irgendeinen Schwachsinn halt. Ich würde es lieber für Fallout 4 machen. Ja, ist ja tendenziell egal, für welches Fallout. ...aller Zeiten in der großen Leere. Sie brauchen keinen alten digitalen Knochenbrecher wie mich. Was kannst du noch außer mich heilen? Zunächst sollten wir mal den Körper wiederherstellen. Aber da Sie schon danach fragen, ich verfüge außerdem über kosmetische Subroutinen. Allerdings sagt mir mein Diagnose... Ich will, dass Watto das eigene Lieder einsingt. Oh, Schubidu, ich weiß gern, wie du... ...und ähnlicher Unsinn. Wenn Sie einen Haarschnitt oder eine Nasenkorrektur wollen, ohne wie ein Ghoul mit Glatzenbildung auszusehen, brauchen Sie entsprechende Datendisks. Ich kann es nicht beschwören, aber ich hatte mal ein paar Implantationsmodule. Aber keine Ahnung, wo die hingekommen sind. Oh, ich habe viele gefunden davon schon. Ich fühle mich ein wenig unwohl im Kopf. Kannst du ein psychologisches Profil von mir anlegen? Sie machen sich Sorgen um Ihren Geisteszustand? Das ist nicht gerade mein Spezialgebiet, aber ich werde Ihnen gerne meine Meinung sagen. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass die Vorteile eines solchen Verfahrens exklusiv sind. Es funktioniert. Ich kann respecken. Ist das ein Respec, also, den ich hier jetzt machen sind könnte? Sie sicher? Dann nein. Warte mal ganz kurz. Ich will wissen, ob das ein Respec ist. Ich speichere mal kurz. Benötigen Sie sonst. Nein, jetzt habe ich auf Nein gedrückt. Ich bin echt ein Genie. Dieses Auto erlaubt Ihnen die Eigenschaften, die Sie bei Ihrer Stellung des Charakters... Ja, okay, tatsächlich. Tatsächlich. Benötigen Sie sonst... Möchte dann die Dienste in Anspruch nehmen. Ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie starten. Ich will Erika von Vaturas. Alles klar. Implantate installieren. Kessador Schaden. 10% brauche ich nicht. Erhöhte Kriechgeschwindigkeit brauche ich nicht. Trinkstrahlung entfernen. Mhm. Bonus TP AP von Nahrung. Könnte ich die auch alle installieren? Ich meine, tendenziell hätte ich das Geld dafür. Erhöhte Kriechgeschwindigkeit. Geld habe ich ihn jetzt noch. Ich habe gar nicht so viele Deckel hier, lustigerweise. Benötigen Sie sonst. Ich möchte aber gerne alle Implantate mir nicht reinklatschen. Ich habe jetzt halt nur nicht das Geld dafür hier. Nein, das wollte ich gar nicht hier. Das da wollte ich. Fuck. Okay, dann muss ich nochmal laden, weil ich habe jetzt aktuell nicht das Geld dafür und ich würde jetzt nicht gerne alles ausgeben. Benötigen Sie sonst... Okay. Ah, da ist der Toaster jetzt. Jetzt geht's los, Leute. Ich bin wieder angeschlossen. Erzittere Welt vor meiner elektrischen Heizspirale der Verdammnis. Auf der Wiese steht ein kleines Blümelein. Und das heißt...
Erika! Okay, reicht wieder. Zittern, du bist ein Toaster. Ich fürchte mich schon davor, dich nach deiner Funktion zu fragen. Du solltest dich fürchten! Ich bin die Geißel aller kleinen Haushaltsgeräte und das Gespenst, das geringeren Toaster den Schlaf raubt. Du ermordest also Toaster? Nicht einfach Mord. Ich reduziere sie auf ihre Grundbausteine. Wenn sie erst einmal ausgeweitet sind, kannst du mit ihnen machen, was du willst. Das heißt, ich soll dir andere Toaster bringen, die du umbringen kannst. Okay. Was machen sie sonst noch? Du willst Waffenbaupläne? Ich zeig dir verdammte Waffenbaupläne. Du willst eine super heiße Saturnit-Powerfaust? Ich besorg dir den Scheiß. Ich hätte meine Augen nach Saturnite Powerfäusten offen. Wenn du eine findest, bring sie her und wir brennen diesen Misthaufen nieder. Ich glaube, ich habe sogar eine. Aber wahrscheinlich keine im Inventar gerade. Woher all diese Wut? Hast du jemals versucht, ohne Daumen oder Hände oder nur einem Brotschlitz einem alles verzehrenden Drang zu töten nachzugeben? Du hättest wohl auch eine Menge Ärger aufgestaut. Nun, ich bebe vor Angst in meinen Stiefeln. Kumpel, wenn mein Heizelement nur ein klein wenig... Okay, Monkey, trotzdem schön, dass du da warst. ...zündest du jetzt in Flammen. Tüdelü. In Flammen! Chill mal. Warte mal, hab ich da diese Powerfaust drin? Nein. Ich habe sie tatsächlich nicht mitgenommen. Ich bin doof. Gratis-Coupon. Und Sierra Madre-Chips. Warum eigentlich nicht? Das war ein schönes kleines Nickerchen. Wie lange war ich weg? Ein Lichtschalter, der mich anmacht. Ich muss wohl träumen. Ach Sie, ich wette, das sagen Sie zu allen Lichtschaltern. Das stimmt. Nur die, die sexy sind. Jetzt weiß ich, dass Sie mit mir flirten und es funktioniert. Warum nehmen Sie nicht das hier zur Erinnerung an mich? Oh Baby, können wir das Licht anlassen? Was bist du? So eine Art neuartiger redender Lichtschalter? Ich war Dr. Möbius' persönliche Assistentin. Wir haben, Mist, was haben wir nochmal studiert? Oh ja, Erleuchtung. Aha, witzig. Nein, warten Sie. Beleuchtung, so ist es. Wie Beleuchtung die menschliche Interaktion beeinflusst. Und was hast du rausgefunden? Oh, das war super aufregend. Es stellte sich heraus, dass einige hübsche bunte Lichter die Kommunikationsfertigkeiten verbessern. Kannst du diese Lichter für mich anmachen? Oh, liebend gern, Schätzchen. Aber ich habe dieses Programm nicht. Alle Daten der Experimente sind verloren gegangen. Sie müssten in diesen schrecklichen alten Krater gehen und die Sicherungskopie finden. Ich habe einen anderen Lichtschalter gesehen. Kannst du den auch kontrollieren? Oh, die. Glauben Sie mir, Schätzchen. Ohne diese kleine, kaltschnäuzige Eiskönigin sind Sie besser dran. Klingt, als ob es zwischen euch böses Blut gibt oder Schaltkreise. Diese Schlampe. Hey. Sie denkt, sie ist so viel besser als alle anderen, nur weil ihre Prozessoren größer sind. Oh, sie macht mich so wütend. Okay, ich habe nichts gesagt. Klar doch, Schätzchen. Irgendwas hier kann ich anklicken. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Oh Gott. Oh. Wie sehen Sie denn aus? So... schmutzig. Ich nehme an, Sie wollen sich waschen? Schmutz scheint dich irgendwie zu besorgen. Was stimmt nicht? Igitt, ist das unhygienisch. Wissen Sie, wie viele Bakterien in einem Kubikzentimeter Schmutz stecken? 700.000 Fantastilliarden! Möchten Sie so etwas Tag ein Tag aus Ihren Schlund heruntergespült bekommen? Das dachte ich mir.
Nur ein Drink, danke. Trinken Sie so viel Sie wollen. Nur bitte berühren Sie mit Ihren Lippen nicht den Wasserhahn. Das ist so unhygienisch. Habe ich auf dem Boot? Na egal. Ist wurscht. Du! Hey du! Ja, du! Hast du Becher? Tassen? Warum willst du Tassen? Warum willst du Becher? Hä? Bist du so eine Art Bechersammler? Oh Gott, gib mir die Kaffeetasse, bitte! Sie hockt da auf deinem Rücken und verspottet mich! Entschuldigung. Tut mir leid, aber ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen. Aber das ganze schmutzige Geschirr da draußen, wie man dir spült, es bricht mir das Herz! Du scheinst ziemlich von Tassen besessen zu sein. Natürlich bin ich besessen. Ich wurde so gebaut. Glaubst du, ich weiß nicht, wie ich mich anhöre? Das tue ich! Ich bin programmiert, das zu wissen! Sie haben mich gebaut, um mich zu quälen. Nicht beachtet zu werden, schmerzt am meisten. Hey, warum verwandeln wir uns nicht in Robohirne in Gläsern? Weißt du, wie viele Kaffeetassen riesige Robohirne in Gläsern so am Tag verbrauchen? Verdammt wenige! Schau mich nicht an! Was machst du mit den Tassen? Ich soll sie sauber halten. Oh Gott, der Gedanke an all das schmutzige Geschirr da draußen macht mich wahnsinnig! Die meisten sind wohl nicht mehr zu retten. Sie können nur noch in ihre Rohmaterialien zerlegt werden. Die kannst du haben, schätze ich. Kannst du noch was anderes? Noch etwas anderes, fragt er. Als würde ich mir nicht wünschen, mal etwas anderes als eine neurotische Hilfskraft zu sein. Wenn du es unbedingt wissen musst. Dr. Möbius hat mich einmal programmiert, elektronische Komponenten in meinem zentralen Einschub herzustellen. Das Modul ist jedoch korrodiert, als der Toaster heiße Krümel durch meine Lüftung gespült hat. Wenn du Ersatz findest, kann ich das für dich tun. Wer bist du? Du? Du willst etwas über mich erfahren? Mich? Niemand fragt je nach Maggie. Du machst mich. Kannst du noch so was anderes Wasser rauchen? Zurzeit nicht! Hast du schon mal einen dieser Securitrons gesehen? Mit ihren Laserwaffen und Raketenwerfern und grimmigen Gesichtern? Ich bin keiner von denen. Dr. O war schon immer neidisch auf House Industries. Und er fand es verdammt witzig, einen winzigen neurotischen Securitron zu bauen. Der Brüller! Also, hast du jetzt ein paar Kaffeetassen für mich? Wir hatten jetzt schon ewig kein Gespräch mehr, X, also beruhig dich. Tut mir leid, ich hab keine. Natürlich nicht! Warum solltest du auch? Du bist ja kein wahnsinniger Roboter, der von Tassen besessen ist! Für dich ist das nur wertloser Müll! Ja. It is what it is, I guess. Biologische Forschungsstation. Oh ja. Es fühlt sich gut an, wieder online zu sein. Ja, alle Schaltkreise sind online und warten auf deinen Samen. Oh Gott. Was hast du gerade gesagt? Samen, Baby. Nein. Ich bin das Original. Die zertifizierte, exklusive biologische Forschungsstation GS2000. Oh ja, ich bin eine echte Samenklonmaschine. Stop it. Du hast Samen? Ich werde sie klonen, bis mir der Saft ausgeht. Ich befehle dir, deinen Port zu öffnen, um meinen Samen entgegenzunehmen. Oh ja. Einfach da reinstecken. Nein. In die dunkle, feuchte Erde. Starte Benutzeroberfläche. Stop! Oh. Oh, ja. Was? Lustig. Tralalalala. Karma Reset brauche ich nicht. Reparieren 100. Ich nehme jetzt einfach mal das, dass alles langsamer verschleißt. Ich glaube, das ist okay. Wer schnarcht hier? Der Todeskran und die plastische Chirurgie hat jede Menge Arbeit. Mhm.
influence people. Ich habe Angst, du brauchst jetzt Therapie, Kim. Ja, was soll ich sagen, Kim? Okay, the upgrades to the Sync Central Intelligence Unit. Habe ich dafür auch einen Marker? Anscheinend. Anscheinend. Da war ich aber schon drin, da war nichts mehr. Also sag mal, die Teile spawnen doch irgendwie jetzt erst. Da war ich drin und da war nichts. Oder ist es draußen? Es ist draußen. Hm. Okay. Touché. Touché. Elijahs weiterentwickelte Lyrik. Zerrissene Tagebuchseite. Habe mich hier nach dem Yangtze-Angriff niedergelassen. Ist zu offen hier. Transmitter ist anfällig. Habe ihn gehackt. Remote-Zugriff eingestellt, sodass ich immer darauf zugreifen kann. Muss einen Platz näher an nördlichen Bahntunnel mit guter Übertragung Sichtverbindung hierher finden. Canyons sind zu gefährlich. Kann nicht nach Yangtze zurück. Da ist die nordwestliche Wetterstation, die den Kurier herbrachte, aber dorthin gehen klingt nach Ärger. Werde für den Moment die Abfallentsorgungsanlage erkunden, dann um den Bereich des Securitron-Werks herum. Werde sehen, ob ich eine bessere Verteidigungsposition finde. Okay, soll ich wieder zurück? Ja. Na toll, das sind hier Gegner. Ich sehe euch nicht! Oh. Ich bin eine verfluchte Tötungsmaschine. Was ist da oben, was ich... Ach, der Lichtschalter wahrscheinlich. Erweiterungs-Holoband enthalten erweitert. Auf Teilproduktion Funktion Versorgung mit Energiezellen, Mikrofonsystem und Elektroschalt einmal pro Tag verfügbar. Oh, bitte. Hast du irgendwelche elektronischen Komponenten hergestellt? Ah, okay. Die geben mir jetzt pro Tag einmal was. Alle? Plus 2 Charisma, plus 5 Reparieren, plus 5 Wissenschaft. Nachdem ich das... Nach Bestrahlung, okay. Ich hab Slide geändert, Leute. Und was kriege ich hier? Leere Flaschen können gefüllt werden. Sie haben in der Biologie... Na gut, ich habe keine. Die anderen Sachen habe ich ja schon gefunden, tatsächlich. Was kannst du? 2 in 5 Reparieren. Wie kann ich sie erleuchten? Das kann ich mir übelst durchbuffen hier. Schau dir das mal an, hey. Uts, uts, uts. Okay. Prisma-Linse wird zur Verkaufsmaschine hinzugefügt. Wo kann ich dienen, Sir? Was mich nur wundert. Ah, ich kann diesen Schallemitter hier nochmal kaufen und dann in mehreren Varianten mit mir rumschleppen. Das ist mir auch eine Möglichkeit. Hier, das wollte ich haben. Die beiden. Die will ich auch haben. Genau, und dann noch die... Gar nichts. Pulsgranaten brauche ich nicht. I don't need that shit! Passt schon. Kriege ein paar Deckel. Okay, dann probieren wir jetzt was aus. Ich habe jetzt nämlich einen Mod gekauft für meine Hundiwaffe. Das ist die hier, die Hundiwaffe. Und die werde ich jetzt installieren und dann schauen wir mal, wie unser Hundi drauf reagiert. Nicht negativ, wie mir scheint. So. Was kann das Ding dann? Muss ich ausprobieren.
Warum bellt das Maschinengewehr nochmal? Weil da ein Hundehirn drin ist. Ach, jetzt soll ich sogar da rein. Erfordert Schlüssel. Den habe ich noch gar nicht. Ja, weil ich das Gespräch noch führen muss. Dann mache ich das zuerst. Was passiert eigentlich, wenn ich das hier mache? Womit kann ich dienen? Schalte die Persönlichkeitsmatrizen des Beckens ab. Mit dem größten Vergnügen, Sir. Protokoll fort mit dem Gesindel aktiviert. Alle Persönlichkeitsmatrizen sind offline, mein Herr. Ah, okay, dann halten wahrscheinlich einfach nur alle die Klappe. Gut, brauche ich nicht. Alles klar, Kim. Trotzdem schön, dass du da warst. Und wenn was ist, ne? Machen Sie den Mund auf. So. Erstmal muss ich jetzt noch das machen. Maisie 47 hatte nämlich einen Wunsch. Und sie kehren zurück, neugierig wie ein Teddybär. Hängen sie in einer Begrüßungsschleife fest? Ich bin ehrlich gesagt hier, um zu atmen. Wenn sie bereit sind, werde ich sie Radar scannen. Langsam. Blub, 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 burbel, baba, blub, baba, blub, baba, blub. Das letzte kleine bisschen. Danke, Lobotomit. Bitte kommen Sie später zu weiteren Studien wieder, wenn ich ausgeruht bin. Ich bin gerade ein wenig empfindlich. Herr X, das war ein Wunsch von Me47 und dem werde ich natürlich nachkommen, okay? Me47 ist ja der Sidekick, weil er ja quasi der Modmarsch der 4000 ist. Also muss ich dem nachkommen. Keine Frage. Haben Sie schon die Technologien zurückgeholt? Wie bereits angezeigt, brauchen wir sie. Ich habe die ganzen technischen Informationen wieder beschafft. Was? Das haben Sie? Ihr Überleben, ganz zu schweigen vom Erfolg, wurde kaum von meinen Berechnungen erfasst. Jetzt muss ich nur noch meine Übertragungsdatenbank überprüfen. Möbius macht sie immer mit seinen psychotischen Anrufen voll. Oh ja, da sind die Baupläne, wie Sie gesagt haben. Wie aufrichtig. Nicht wahr? Enthalten diese Technologien die Informationen, die du benötigst? Ja. 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 Ihre Antwort bringt nicht gerade Zuversicht. Nein. Ich meine ja. Ich muss diese Technologien nur kurz analysieren. Sie sind sehr fortschrittlich, wissen Sie. Wenn du mir keine soliden Daten lieferst, werde ich dir meinen Stiefel in dein Stimmmodul rammen. Ich weiß, wie diese Technologien funktionieren. Natürlich weiß ich das. Wie Sie wissen, haben wir sie bereits in klar abstrakten, widersprüchlichen Aussagen. Was wollen wir trinken? Warum sollten wir das tun, wenn wir nicht sicher wären, wie man sie verwendet? Also lassen Sie mich ein wenig... Ich werde es rauskriegen. Wurde die Antenne beschädigt oder hat sie die X2-Anlage beschädigt, als sie entfernt wurde? Sie sagen also, es ist der X2-Sender, nicht die Antenne, die ich mir anschauen sollte. Das war sehr wahrscheinlich mein Plan. Ja, ja. Lassen Sie mich etwas überprüfen. Aber natürlich! Ich hab's!
In den Bauplänen wurde eine Override-Sequenz versteckt, mit der man die Tür zur verbotenen Zone öffnen kann. Nun, nicht versteckt. Sie ist eigentlich ganz offensichtlich, direkt hinter dem Äquivalent eines programmierten Kaffeeflecks. Sie scheint in rekursiven Code eingelassen zu sein. Da und da ist das schlecht kommentiert. Oh, und Leerzeiger, sehr schlampig, Möbius. Mit der Antenne verstärkt man die Schallfrequenz des Emitters. Mit dem Tarnanzug umgeht man das Schloss der verbotenen Zone. Das könnte klappen. War das mein Plan? So muss es gewesen sein. Manchmal überrasche ich mich selbst. Die Tür ist offen. Und jetzt kriegt Möbius, was ihm zusteht. Scheinen diese Gegenstände nicht mehr biologisch fokussiert, ist das? Biologisch? Pff, lächerlich. Ich will sagen, dass rein technisch betrachtet all diese Gegenstände benutzt werden könnten, um ihr Gehirn wieder einzusetzen. Aber jetzt benutzen wir sie erstmal im Namen der Aggression. Die Tür sollte jetzt entsiegelt sein. Jetzt ist Schluss mit den Drohungen. Jetzt schicken wir Möbius eine ebenso bedrohliche Botschaft zurück. Und diese Botschaft ist die Wissenschaft. Überbringen Sie ihm diese Nachricht und Big MT wird von der Schreckensherrschaft des Möbius befreit. Sie können jetzt gehen. Das war Ihr Einsatz. Bom, 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 bom. Oh yeah, oh, 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 oh. Freunde seien doch dick und dünn, Balloon seine Crew. Da war wieder das dieser Auflöseeffekt, der dafür gesorgt hat, dass das Spiel abstürzt. Ich sag's ja, Mi-47. Was soll ich sagen? It is what it is. Das war das Layer, ja. Das war das Layer. Tja, da sagst du nichts mehr, ha? Was ist das da hinten? Achso. Okay, dann gehen wir es wohl an. Dann haben wir jetzt quasi den Endboss vor uns. Oder beziehungsweise das Ende des DLCs.